Ja, der Tobias Frechen wird uns etwas über die cloudbasierte Geodateninfrastruktur für den Glasfaser-Rollout in der Deutschen Telekom erzählen und hoffentlich ganz viele erfolgreiche Sachen, weil Glasfaser ist ja das, was wir eigentlich alle haben wollen. Bitte Genau. schön. Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Tobias Frechen. Ich arbeite in Bonn bei der Deutschen Telekom IT GmbH und ich freue mich, dass ich heute die cloudbasierte Geodateninfrastruktur präsentieren kann, die wir im Rahmen des Projekts, bei uns Telekom intern heißt das Programm FTTH Factory, aufgebaut haben und dort eine zentrale Rolle bei der Planung des Glasfaserausbaus spielt. Wenn man so erzählt, ja, ich gehe zur Vosges und erzähle was über unsere Geodateninfrastruktur, dann kommt natürlich als erste oft die Frage, Open Source Software in der Telekom, im GIS-Bereich, geht das eigentlich? Dürft ihr das? Und ja, wir dürfen das, wir machen das und es klappt sehr gut. Und man wird im Laufe des Vortrags auch feststellen, dass wir nicht nur Open Source Software benutzen, sondern auch auf offene Geodaten zugreifen, um damit Prozessierung durchzuführen. So, dann erstmal etwas zum Inhalt. Das heißt, erst werde ich mal erklären, was ist denn eigentlich diese FTTH Factory, von der ich gerade eben gesprochen habe. Dann möchte ich kurz mitteilen oder zeigen, was ist der Beitrag der Geodateninfrastruktur für die FTTH Factory. Danach auch zeigen, wie ist die GDI aufgebaut oder wie wird sie aufgebaut innerhalb der Cloud. Und im Anschluss nochmal zeigen, wie deployen wir jetzt unsere Anwendung in den Systemumgebungen mithilfe von CI/CD. Und am Schluss werde ich noch kurz zeigen, wer mit uns da alles zusammenarbeitet und das ermöglicht. So, die FTTH Factory. Da müssen wir jetzt zuerst klären, wahrscheinlich erstmal, was ist eigentlich FTTH? FTTH ist Fiber to the Home. Das bedeutet im Gegensatz zu den anderen Technologien, die es da gibt, DSL, VDSL, läuft das Glasfaserkabel bis ins Haus hinein und dort, wenn es zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus ist, auch direkt in die Wohnung. Das heißt, der Endkunde hat nachher zu Hause direkt an seinem Modem einen Glasfaseranschluss. Bei DSL ist das anders, da ist das noch das Kupferkabel, das durchgehend bis zum Verteiler läuft und von da ins Haus hinein. Dann gab es VDSL oder gibt es VDSL, da läuft das Glasfaserkabel bis zum Verteilerkasten und von da aus aber nochmal über die Kupferkabel ins Haus. Jetzt mittlerweile ja auch mit dem Vectoring-Verfahren gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, auch da noch Geschwindigkeit rauszuholen. Aber die meiste oder die höchste Geschwindigkeit haben wir natürlich mit dem Glasfaser, mit FTTH direkt in die Wohnung. So, Problem ist, der aktuelle Glasfaserplanungsprozess ist sehr manuell, mit sehr vielen manuellen Tätigkeiten verbunden. Da gibt es ein sehr geringes Potenzial, das Ganze zu automatisieren. Die Skalierung ist eigentlich nur möglich durch mehr Manpower und dadurch eigentlich nicht geeignet für hohe Ausbringungsmengen. Ja? Und das heißt, genau da müssen wir also ansetzen, um die Ziele des Unternehmens erfüllen zu können und mehr Glasfaserausbau betreiben zu können. Und deshalb wurde das Projekt FTTH Factory ins Leben gerufen, wo es jetzt darum geht, diesen ganzen Planungsprozess zu automatisieren, skalierbar zu machen und das bei gleichbleibendem Kapazitätseinsatz. Und gleichbleibender Kapazitätseinsatz soll hier an der Stelle auch ganz klar sagen, es geht nicht darum, dass wir jetzt Automatisierung aufbauen und damit nachher Arbeitsplätze abschaffen können. Und das macht dann alles nur noch die Maschine. Es geht darum, dass die bestehenden Planer einfach mehr Gebiete planen können, weil die Software ihnen eben hilft, gewisse Dinge, die sie vorher manuell gemacht haben, jetzt automatisiert zu machen. Und das heißt, die Idee ist, dass der Planer in München möglicherweise auch das Netz in Hamburg planen kann. So, jetzt der Beitrag unserer Geodateninfrastruktur für dieses Projekt FTTH Factory.
erstmal ganz klassisch, ganz klassische Aufgabe einer Geodateninfrastruktur. Das heißt, es geht um Beschaffung und Bereitstellung von Geodaten. Hier sieht man eigentlich unsere zwei Hauptdatenquellen, die wir anderen Komponenten, also außerhalb der Geodateninfrastruktur, für die FTTH Factory bereitstellen. Das sind einmal OpenStreet-Daten, also OpenStreetMap-Daten und ArcGIS-Daten. Bei den OSM-Daten nutzen wir einen OSM-Importer, der das Ganze in die PostGIS-Datenbank einspielt, mit Hilfe unten drunter auf Basis von Imposm. Und bei ArcGIS nutzen wir die FME, um dann ein ArcGIS-Modell in die PostGIS-Datenbank zu spielen. Nebendran gibt es natürlich noch andere Datentöpfe, die wir da anbinden oder Datenquellen, die wir da anbinden, auf die möchte ich aber jetzt nicht alle eingehen. Und zum Teil aber handelt es sich dabei halt auch eben auch um offene Daten, die man so im Internet abgreifen kann. Auf der Ausgabeseite, will ich mal sagen, sieht man hier, da nutzen wir das Framework GeoOrchestra. Das heißt, dass dabei ist GeoServer, GeoNetwork, da sind auch, ist noch ein Security-Proxy dabei, der das Ganze abschirmt. Und das heißt, letztendlich geht es darum, dass wir diese Geodaten standardisiert im Unternehmen bereitstellen über Dienste und dass wir dazu dann auch eben Metadaten anbieten, wo man gucken kann, was haben wir denn in der Geodateninfrastruktur. Und eigentlich soll das Ziel nachher sein, keine Geodaten als Dienste rausgeben, die keine Metadaten haben. So, der nächste Beitrag, den wir innerhalb der FTTH Factory leisten, ist die Extraktion von Oberflächendaten und die Berechnung von potenziellen Trassen. Klingt jetzt erstmal sehr kompliziert. Beginnt man am besten ganz hinten mit den potenziellen Trassen. Was ist eine potenzielle Trasse? Wenn ich jetzt auf einer Straße mein Glasfaserkabel jetzt legen möchte, habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten, das zu beerdigen. So ist der offizielle Ausdruck tatsächlich in der Telekom-Technik. Also entweder nehme ich die Trasse, die möglicherweise da besteht. Das heißt, ich habe ja möglicherweise auf der Straße da ein Kupferkabel schon liegen. Das heißt, ich könnte das aufreißen und das dazulegen oder möglicherweise das Leerrohr nutzen, was es da noch gibt. Oder ich könnte mir natürlich auch einfach mal die Oberfläche der Straße angucken und auch da daneben vielleicht des Bürgersteigs und auch vielleicht gibt es einen grünen Streifen und dann entscheiden, gibt es eine günstigere Alternative, als jetzt da möglicherweise aufzubuddeln und das Kabel da reinzulegen und kann ich nicht lieber vielleicht auf einen grünen Streifen ausweichen, der natürlich viel einfacher, wo ich viel einfacher das Kabel verlegen kann oder ist sogar die Straße einfach dafür geeignet, von der Oberfläche, weil es Asphalt ist und eben kein Pflasterstein, dass ich da mit Trenching arbeiten kann. Trenching ist einfach ein Fräsverfahren, wo ich einfach nur nicht so tief reinfräse in die Straße und das Kabel dann einfach da reinlege. So, diese beiden Varianten habe ich dann, das heißt bestehende Trassen und eben neue potenzielle Trassen, die möglicherweise die einfach die günstigste, eine günstige Alternative in dem Fall sind. Und diese beiden Varianten habe ich dann. Und deswegen ist jetzt erst die Frage, wie kommen wir an diese potenziellen Trassen ran? Das heißt, da geht jetzt keiner hin und geht in jede Straße und sagt, hier könnten wir hier, das wäre ja auch sehr manueller Prozess. Das heißt, auch die berechnen wir, diese Oberflächendaten, und das passiert auf zwei Wegen. Einmal haben wir das sogenannte T-Surface-Car, das heißt, es ist wie so ein Google-Auto, das mit Laser-Scanning durch das Gebiet fährt, durch die Straßen fährt und auch Fotos macht. Diese ganzen Daten gehen dann in ein künstliches neuronales Netz, das ist dieses KNN. Und dort werden dann, das ist eine Komponente von Fraunhofer, und mit dieser Komponente werden dann die Laser, also sozusagen die Punktwolke, wird dann klassifiziert und wir ziehen nachher die Klassifizierung der Oberfläche nachher daraus.
Die andere Variante ist nämlich genau da, wo das Auto nicht langfahren konnte oder durfte, nehmen wir Ortofotos, das heißt, das sind Luftbilder und die schicken wir durch ein Modul, das in Actinia läuft und dann machen wir auch da eine Oberflächenklassifizierung. Das heißt, letztendlich am Ende haben wir erstmal, nach diesem ersten Prozess, haben wir also das komplette Gebiet, Ausbaugebiet klassifiziert. Und im nächsten Schritt gehen wir jetzt hin und verknüpfen wir die Klassifizierenden, die Klassen mit Kostenfaktoren und führen dann darauf ein Routing durch mit der Software Actinia und bekommen dann für jede Straße potenziellen Trassen, also günstige Trassen, mit denen wir, wo wir das Glasfaser ausbauen könnten. So, diese Daten, das sind dann letztendlich Lines, die in einer PostGIS-Datenbank gespeichert werden und die werden dann einer anderen Komponente innerhalb der FTTH Factory bereitgestellt und diese Komponente entscheidet dann, weil die hat dann Zugriff auch auf die bestehenden Trassen und auf die Leerrohre und die hat jetzt die Möglichkeit, zwischen unseren potenziellen Trassen, den Leerrohren und den bestehenden Trassen auszuwählen und dann einfach die günstigste Variante zu wählen und das ist dann letztendlich die Trasse, die nachher ausgebaut werden soll im Ausbaugebiet. Ein weiterer wichtiger Beitrag, den wir dann in der FTTH Factory leisten, ist die Standort- und Wegesicherung. Das bedeutet, ich kann nicht einfach irgendwo meine Verteilerkästen hinstellen, wo ich will und ich kann auch nicht einfach überall graben, wo ich will. Das heißt, das muss immer mit der Kommune abgesprochen werden. Und auch da unterstützen wir den Planer, indem wir zum Beispiel bei der Standortsicherung schon Hinweise geben, was ist öffentlicher Grund, was ist privater Grund. Auf öffentlichem Grund ist das halt durchaus einfacher, da einen Verteilerkasten in Abstimmung mit der Kommune zu errichten. Und außerdem kann der Planer dann schon Dokumente erzeugen, die er dann bei der Kommune einreichen kann. So, hier wird das Ganze wird in dem sogenannten GDI-Viewer dann stattfinden oder das findet dort statt. Das ist eine Komponente, die unten eine JavaScript-Applikation, die unten drunter backendseitig auf Shogun basiert, also auch eine Open-Source-Komponente. Ja, genau. Das sind sozusagen die Beiträge, die wir zu der FTTH Factory leisten. Wie wird jetzt die Geodateninfrastruktur aufgebaut? Ich habe schon gesagt, das ist auch schon im Titel ja drin, das ist eine cloudbasierte Geodateninfrastruktur. Das heißt, unsere Hauptkomponente ist die Open Telekom Cloud, die eine OpenStack API anbietet. Das heißt, OpenStack ist eine API, eine standardisierte API, über die ich VMs in der Cloud sozusagen bestellen kann. In der Open Telekom Cloud gibt es sogenannte Tenants, das sind sozusagen so ja, Workspaces. Das heißt, da haben wir zwei Workspaces, einen für den nicht produktiven Bereich und einen für den produktiven Bereich. Und die andere wichtige Komponente, die natürlich jetzt, ich habe es eben schon genannt, bei Infrastructure as Code vorhanden sein muss, ist natürlich ein Code-Repository, da wo der Code drin ist. Und das, da haben wir ein Tool, das nennt sich Telekom Workbench, das wird intern bei uns angeboten und das hostet unter anderem auch ein GitLab, wo wir dann unseren ganzen Code abspeichern. Eben fiel schon das Wort Infrastructure as Code oder die Bezeichnung Infrastructure as Code. Was bedeutet das? Infrastructure as Code bedeutet eigentlich, dass ich die ganze Systemumgebung jederzeit aus dem Nichts wieder aufbauen kann und dass alles in Code gegossen ist. Das heißt Skripte, Konfigurationen und sozusagen auf Knopfdruck kann ich die gesamte Infrastruktur wieder aufbauen. Und da benutzen wir verschiedene Komponenten. Das heißt, im ersten Schritt
wird sozusagen, die werden die ganzen VMs gespawnt in der Open Telekom Cloud. Dafür nutzen wir das Tool Terraform für die Provisionierung. Das heißt, da stehen in diesen Konfigurations- oder in diesen Skriptdateien von Terraform steht drin, wie viele VMs brauchen wir, wie viel RAM haben die, wie viel Speicher haben die angeboten, wie viel CPUs haben die. Das steht alles da drin. Und wenn ich das dann laufen lasse, das läuft dann auch innerhalb von GitLab, das heißt GitLab CI. Das heißt, diese Skripte werden in GitLab ausgeführt, auf der Cloud, über die OpenStack API. Und dann werden im ersten Schritt eben erstmal diese ganzen VMs gespawnt. Das sieht dann so aus, jetzt in GitLab, das heißt, man sieht hier so eine Pipeline, auf der linken Seite wird das Ganze erstmal geplant mit Terraform, das heißt, man guckt erstmal, würden die Skripte überhaupt funktionieren, also sind die VMs zum Beispiel noch gar nicht da und er soll sie anlegen, die sind aber noch nicht da, also gut, im nächsten Schritt kommt dann Apply, das heißt, da wird das Skript letztendlich ausgeführt und am Schluss ist wieder eine Art Test, das ist dann das Convergence und da wird geguckt, hat denn wirklich dieses Skript auch wirklich die VM so erzeugt, wie sie erzeugen sollte. So, dann habe ich also die ganzen VMs im ersten Schritt und jetzt komme ich im nächsten Schritt hin und muss diese ganzen VMs, da ist jetzt nur ein Image, irgendein Linux-Image, Red Hat zum Beispiel, Image läuft da jetzt, die muss ich natürlich jetzt konfigurieren. Und dafür nehmen wir im zweiten Schritt Ansible und auch Puppet. Das heißt, wir gehen jetzt hin und installieren auf diesen VMs Software, Applikationen, konfigurieren die und deployen zum Beispiel SSH-Keys da drauf. Alles, das ist alles automatisiert, alles im Code gegossen, da wird nichts manuell gemacht. Als Beispiel mal, da wird ein Proxy konfiguriert, weil um ins Internet von unserer Geodateninfrastruktur ins Internet zu kommen, um zum Beispiel externe Dienste anzuziehen, brauchen wir einen Proxy natürlich, der wird jetzt hier auch konfiguriert. Dann haben wir Red Hat IDM, das ist unser Identity Management Tool und auch ein SFTP-Server und auch die Datenbanken, wir haben eine Applikationsdatenbank und eine Geodatenbank. Die werden mit Puppet in dem Moment erzeugt und auch da werden die Schemata damit eingerichtet. Und ein sehr, sehr wichtiger Teil ist jetzt auf der linken Seite, weil wir für die Anwendung, das wird man jetzt im nächsten Schritt sehen, alle Anwendungen, die wir haben, laufen Docker-basiert. Und das heißt, man braucht bei so vielen Anwendungen eine Orchestrierung des Ganzen und da nehmen wir Red Hat OpenShift. Das heißt, das ist auf Basis von Kubernetes und für OpenShift spawnen wir natürlich dann im ersten Schritt die ganzen VMs und konfigurieren sie anschließend, sodass sie dort installiert, genutzt werden können von OpenShift und auch die Installation von OpenShift findet mittlerweile direkt aus unserem GitLab statt. Das heißt, da geht keiner hin und muss da manuell irgendwas ausführen auf Kommandozeilenebene. Ich habe schon gesagt, die Anwendungen laufen nachher alle mit Docker und das ist und dort in OpenShift, dieser orangene Kasten hier, das ist ein Projekt innerhalb von OpenShift und das Deployment machen wir mit dem Tool Helm. Das heißt, mit Helm werden nachher diese ganzen Anwendungen dort in OpenShift deployed in diesem Projekt und ja, das ist dann eigentlich sozusagen nachher eine Systemumgebung. Das heißt, die Kombination aus Anwendungen und Applikationen laufend im Docker in einem OpenShift-Projekt und einer Applikationsdatenbank und einer Geodatenbank, beide natürlich auch PostgreSQL basiert und bei Geodatenbanken wird natürlich Postgres eingesetzt, bilden dann eine Systemumgebung. Davon haben wir vier Stück. Das heißt Dev, Int, Staging, Prod. Und jetzt stellt sich nachher die Frage, wie kann man jetzt die ganzen Anwendungen dann deployen? Und dafür nutzen wir Continuous Integration und Continuous Deployment. Das heißt, wir unterscheiden hier zwischen einem App-Repository, da wo ist der Code von der Applikation drin, und den Release-Repositories. Das heißt, auf der linken Seite checkt der Entwickler seinen Code ein. Und das führt dann letztendlich zu einem Image, das gebildet wird und in einer Docker-Registry abgelegt wird. Und das ist quasi unser Artefakt, an dem wird auch nichts mehr geändert.
jede Änderung am Code führt also zu einem Image, das dort abgelegt wird. Und auf der rechten Seite haben wir dann Release Repositories. Da haben wir also für jede Systemumgebung genau drin, welche Version von welcher Applikation, also welches Image von welcher Applikation denn dort eingesetzt werden soll auf der jeweiligen Umgebung. Das heißt, in Dev steht zum Beispiel beim GDI Viewer Latest, bedeutet, ich nehme immer das letzte Docker-Image von GDI Viewer und durch diese Deployment-Konfiguration, die ich hier habe, wird also da auch immer wieder ein Trigger gemacht, geguckt, gibt es da ein neues und dann wird automatisch geholt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Staging hingehe und da steht jetzt derzeit das Tag 1.0 und ich ändere das von 1.0 auf 1.1, wird automatisch danach ein Workflow oder ein abgegeben und durchgeführt und nachher habe ich dann in Staging diese neue Version 1.1. So, dann gerade noch kurz gesagt, wer arbeitet mit uns da zusammen. Ich gehe jetzt nicht einzeln auf die Firmen ein, aber man sieht, es sind sehr, sehr viele Firmen und sehr viele Open-Source-Firmen auch, die hier auch schon Vorträge gehalten haben und unten auch mit Ständen vertreten sind. Und ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Ja, vielen Dank, Tobias. Das war gut in der Zeit. Ziemlich viel Technik. Ja. Gibt es Fragen dazu direkt? Ja, vielen Dank für den Vortrag. Du hattest auf einer Folie erwähnt, die Open Telekom Cloud. Ist das was, was man als Externer auch nutzen kann, also als Dienstleistung? Ja, die Open Telekom Cloud ist ein ganz normaler Cloud-Anbieter, läuft über T-Systems und das kann jeder so nutzen. Und der Vorteil ist halt, dass die gesamten Server in Deutschland liegen. Und teilweise auch jetzt Kompatibilitäten es gibt zu bestehenden anderen Cloud-Lösungen. Das heißt, man kann das so als Normalverbraucher auch nutzen. Ja. Eine kleine Zusatzfrage zu der Telekom Cloud. Ist die BSI zertifiziert, Bundesamt für Sicherheit in der Informationswirtschaft? Gute Frage. Das kann ich jetzt so, also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ja. Danke. Nochmal kurz zu der Motivation von dieser Automatisierung. Geht es eigentlich mehr darum, die Anzahl an qualifizierten Leuten ist knapp oder ist es so, die Zeitprozesse sind einfach zu lahm, wenn man es klassisch macht? Oder ist es so, dass es einfach im Verhältnis zur Ausführung die Planung zu teuer ist, wenn man nicht automatisiert? Eigentlich alle drei Dinge. Das heißt, man bräuchte, wenn mehr Personal, dass das dann machen könnte, wenn man es manuell macht. Und der aktuelle Prozess wird halt, weil es gibt sogenannte Planungsbüros, es wird auch derzeit bundesweit unterschiedlich gemacht. Also auch da will man einfach einen Standard schaffen, damit man nachher dadurch, das ist nämlich dann der nächste Schritt, einfach besser auch voraussagen kann, was kostet mich das dann? Und klar geht es natürlich auch darum, das möglichst zu optimieren, auch in Preisfragen, klar. Hallo. Kannst du noch was zu den persistenten Daten sagen? Also wenn ihr zum Beispiel Planungsdaten gemacht habt irgendwie und dann deployt ihr eine Datenbank neu, wie kommen denn dann die Daten da rein? Entschuldigung, nochmal, Die persistenten Daten, also ihr macht ja zum Beispiel Planungsdaten, die dann auch in der Postgres-Datenbank gespeichert werden. Genau. Wenn ihr jetzt neu deployt, also im Docker-Container die Datenbank neu aufsetzt. Die Datenbanken, deswegen standen die auch auf der rechten Seite hier als VM, die deployen wir tatsächlich, die laufen nicht im OpenShift-Cluster, das heißt, die laufen nicht auf Docker da müsste man einen Wechsel der Versionen halt so tatsächlich machen, wie man sie derzeit auch machen muss. Also die Datenbanken laufen nicht als Docker-Container und werden jetzt jederzeit einfach nur schnell mit einer Version getauscht. Das ist nach wie vor etwas, was man gut planen muss, was man auch natürlich automatisieren kann nachher, aber das ist nichts, was alltäglich passiert, weil ansonsten
Ansonsten, klar, muss man die Daten ausspielen, wieder einspielen. Auch das kann man natürlich in Skripte packen. Das wird aber auch nicht von jeder Datenbankversion wie immer gleich funktionieren. Das heißt, da ist in dem Moment wahrscheinlich immer auch eine manuelle Vorarbeit nötig, klar. Die gefundenen Trassen, werden die dann auch wieder digital weitergegeben, sodass man jetzt mal von den üblichen bei der Telekom jetzt vorhandenen PDFs von irgendeinem Planungsgebiet mal wegkommt? Also es geht darum, ob man die Trassen nachher veröffentlicht. Ja, als DXF oder wie auch immer? Gute Frage. Würden wir wahrscheinlich innerhalb unseres Projektes wahrscheinlich gerne machen. Auch zum Beispiel die Laserdaten, die das Auto aufgenommen hat, vielleicht auch sogar als offene Daten rausgeben. Das liegt nur leider da nicht in unserer Hand. Wir versuchen da schon Impulse zu geben. Es wäre aber natürlich schön, wenn das Unternehmen sich dafür entscheiden würde. Aber bei den Trassen ist es halt auch immer oft tatsächlich ein Problem, weil es natürlich auch sicherheitsrelevante Dinge sein können. Das heißt, ich sag mal so, das Bundeskanzleramt, ich darf nicht wissen, mit welcher Trasse das und wo der Verteilerkasten da ist. Das heißt, es gibt schon einen Sicherheitsbezug. Das heißt, ich darf nicht einfach alle Trassen so in die Öffentlichkeit geben. Das wird nicht funktionieren. Gut. Eine Frage machen wir noch. Mich würde noch interessieren, Sie haben jetzt gesagt, irgendwie die Datenbanken laufen nicht auf Docker, aber nee. Jetzt ist die Frage, bauen Sie die physisch, also klassisch auf den VMs wieder auf, weil es gibt ja in der Cloud auch typische DB-Services, also wie bei Amazon und Azure und so. Ja. Welche Variante haben Sie da jetzt? Also das ist tatsächlich, ich will es nicht sagen klassisch, weil wir Puppet nehmen und Puppet hat ja nochmal so eine Meta-Ebene dazwischen. Das heißt, ich sage, ich möchte gerne eine Datenbank installieren und auch die und die Schemata dort haben mit den und den Benutzern. Das schreibe ich in Puppet-Code sozusagen, das heißt, ich schreibe gar keinen SQL-Code. Deswegen möchte ich nicht sagen klassisch, aber natürlich klassisch in dem Sinne, wenn man sagt, das läuft auf einer VM, installiert als eigener Dienst. Wir benutzen nicht die Dienste der Cloud. Das hat auch einfach Gründe auf Security-Gründe. Das heißt, wir müssen halt auch es muss uns erlaubt sein, diese Dienste dann auch da zu nutzen. Und es gibt natürlich ein Problem, dass dort möglicherweise dann kein PostGIS verfügbar ist. Ja, das ist ein ähnliches Problem, was wir haben. Was ich noch nicht gesehen habe, Sie haben gesagt Cloud, aber eigentlich nutzen Sie nichts anderes als VMs und machen Infrastructure as Code. Das machen wir auch klassisch auf physischem Blech. Und der nächste Schritt wäre aber irgendwie die ganzen Cloud-Services zu nutzen, irgendwie Load Balancing, sowas. Machen Sie da irgendwas? Ja, doch. Ich habe es nur aus komplett. Also, es wäre sonst zu komplex gewesen. Natürlich, wir haben Load Balancer dahinter, wir haben DNS-Dienste dahinter. Wir nutzen schon auch, soweit das möglich ist, nutzen wir alles, was aus der Cloud kommt, weil dann hat man weniger Arbeit. Doch, schon, klar. Gut, ich muss das hier jetzt leider beenden. Kein Problem. Weitere Fragen können sicherlich im Nachgang noch geklärt werden. Ja, bitte. Ich danke nochmal.